großartige Firma ML Concept. Aber auch hier kann man sich verrechnen. Um was es genau geht und was passiert ist, das erfährst du, wenn du dranbleibst. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Ja, das Fahrzeug steht schon wieder hier. Hier sind wir sehr, sehr gern. Und heute sind wir eigentlich hier, ja, dank unseren Zuschauern da draußen. Sven, was ist eigentlich Sache? Also, wir haben uns einfach verrechnet. Okay. Oder verplant oder verkalkuliert. Ja. Und wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, dass wir uns verrechnet haben. Sind wir auch sehr dankbar, sind der Sache nachgegangen. Okay. Also es geht darum, dass wir... Aber warte mal ganz kurz, bevor du erzählst, wir haben euch hier extrem unter Druck gesetzt. Also, ja, aber hallo. Wir saßen hier, ihr könnt euch ja... Hin und her ja und na, ihr könnt euch erinnern, wir waren ja, dass wir stehen stark unter Druck, wo machen wir die Autarkie und so weiter. Einen Tag später oder an dem Tag waren wir noch hier. Ja. Und Sven, kriegen wir das nicht irgendwie hin? Du kamst mit Teilen auch, die waren halt sehr, sehr teuer auch. Und wir haben gesagt, ja, kriegen wir das nicht preisgünstig hin? Wie funktioniert das? Und dann war die Entscheidung innerhalb von einer Stunde hier gefällt und so weiter. Und wir sagen ja auch immer, und das machen wir auch normalerweise grundsätzlich, dass wir mindestens anderthalb Stunden für eine Autarkieplanung brauchen. Mhm. Dann setzen wir uns zusammen, wie viel braucht man, wie macht man den Urlaub, das war bei euch ja eigentlich gegeben. Mhm. Und dann haben wir das jetzt nicht schriftlich gemacht, um das nochmal nachzurechnen, sondern haben das aus der hohlen Hand gemacht. Und da ist uns einfach ein Wert durch die Lappen gegangen, weil mit so und so viel Solar oder nur zwei Platten, drei Platten, Wechselrichter, ein 3000er, ein 2000er, eine Kombi, keine Kombi. Und da haben wir dann die Solarplatten nicht oder den Solarregler nicht auf die Platten ausgerichtet. Mhm. Das heißt, der Solarregler, der verbaut ist, der kann maximal 20 Ampere leisten. Mhm. Das heißt, wir kriegen maximal 20 Ampere vom Dach, aber die Platten, die oben auf dem Dach sind, können mehr. Ah, die können wir mehr, schöpfen also nicht die volle Energie, die wir vom Dach kriegen können, aus in die Batterie, sondern die würde dann bei 20 Ampere begrenzt. Genau, aber ich wollte auch sagen, also ich habe ja von der Saftkiste, die haben wir ja verbaut, die Batterie, die hat mir auch gezeigt, hey, wir kommen bis 100, ich habe jetzt gar nicht den Fehler verstanden, weil es lädt ja alles es funktioniert alles, nur wir kriegen nicht die komplette Energie, die wir kriegen könnten, in die Batterie rein. Genau. Die würde bei 20 Ampere abgeschnitten und wir können, also es kann bis zu 45 Ampere kann sie leisten bei optimalen Bedingungen. Jetzt sagtest du hattest uns direkt angerufen, pass auf, wir haben hier eine Möglichkeit, wir kriegen das alles hin. Und da haben wir gesagt, komm nochmal zurück, wir machen jetzt einen größeren Solarregler rein. Und wir haben ja in der Kombi haben wir ja einen Solarregler verbaut. Und den werden wir ja gar nicht ganz außer Acht lassen, weil da haben wir ja die Möglichkeit, zum Beispiel ein Faltpanel dann anzuschließen. Aha. Das heißt, der ist ja nicht unnütz dann. Ihr könnt dann, wenn ihr mal irgendwo im Schatten parkt und ein Faltpanel habt, könnt ihr das in die Sonne stellen. Ach, das ist auch sogar möglich. Ich kenne ja viele Camper, so gerade im Süden. Ich kenne das so, die haben so auf dem Wohnmobil, haben sie so, also so ist das Wohnmobil, dann haben sie so Aufklappteile, dass wirklich das Solarpanel auch schon in diese Richtung, das wäre ja nochmal zusätzlich. Man kann die genau im richtigen Winkel zur Sonne setzen. Auf dem Wohnmobil sind die ja immer ganz waagerecht. Mhm. Das heißt, je steiler ich zur Sonne stehe, umso höher ist der Ertrag. Mhm. Und dann kann ich auch im Schatten parken mit dem Wohnmobil, wo die Platten ja abgeschattet sind, kriege ich aber trotzdem Sonnenenergie rein, weil ich die Platte in die Sonne stellen kann. Ja, super. Was für ein Gerät haben wir dann jetzt? Das ist die gleiche Marke, Hersteller? Wir haben jetzt von Active, weil wir ja mit denen zusammengearbeitet haben. Die haben sich auch nochmal entschuldigt, weil denen das auch durchgegangen ist. Und haben jetzt, eigentlich schießen wir mit dem Gerät jetzt mit Kanonen auf Spatzen, weil 60 Ampere werden wir nicht reinkriegen. Aber der nächst kleinere wäre 40 Ampere, der wäre schon wieder an der Grenze, wenn wir volle Energie reinkriegen. Okay, also deswegen es geht aber wirklich darum, auch um 12 Uhr im Hochsommer das meiste, dann darf die Platte aber auch nur 25 Grad Celsius haben und das Lichtspektrum muss so und so sein. Und ich muss sie geputzt haben wahrscheinlich. Die müssen geputzt immer sein, den müssen Tag. Geputzt sein. Wir dürfen keinen Smog in der Luft haben oder sonst irgendwas. Dann würden wir da drüber kommen. Und wo würde ich jetzt so ein Faltpanel dran schließen? Wir jetzt die Solarpanelen angeschlossen haben, da müssen wir ja die Solarpanelen abnehmen.
machen. Mhm. Da machen wir dann eine Kabelverlängerung dran mit dem Anderson-Stecker. Mhm. Und ein Solarpanel kann man dann mit dem Anderson-Stecker verbinden. Gehst aus der Fahrertür raus und stellst dein Solarpanel irgendwo hin. Ja, das ist cool. Das würde ich gleich gerne mal sehen. Ja, Sven, so schnell geht das. Sitzt alles draußen. Ja, hier ist aber ein Vorteil, ein paar Schrauben weniger, weil wir keine Drehsitzkonsole haben. Mhm. Und das ist jetzt auch der perfekte Ort. Also man sieht es natürlich jetzt. Also hier ist der alte oder der Wechselrichter ist da, nicht der alte. Das ist ja der Wechselrichter. Hier ist der Wechselrichter bzw. die Kombi. Und hier war ja vorher das Landstromladegerät, was in der Kombi ja integriert ist. Mhm. Das haben wir ja ausgebaut. Jetzt haben wir den Platz hier ja noch frei. Ach, super. Aber so wie es aussieht, weil wir müssen den senkrecht stellen, damit die Kühlrippen richtig kühlen, sind wir hier ein kleines Stück zu hoch. Also müssen wir in den Boden graben oder wie machen wir das jetzt? In den Boden graben, ja. Ich müsste jetzt mal einmal das Brett hier rausmachen, ob das dann reicht. Ja, drückt mal die Daumen. Ja. Technik jetzt heute schon wieder hier im Video, ne? Ja, dann haben wir also schon mal die Solarkabel haben wir vom SSI abgemacht. Die sind hier unten schon dran, deshalb blinkt er auch schon. Er zeigt aber Fehlercode 01 an, dass er noch keine Batterie hat. Okay. Batteriekabel haben wir schon hier unten dran. Und wo schließe ich jetzt das Panel für draußen an? Das würde mich jetzt, oder kann ich das? Ja, wir hatten ja hier hinten, kannst du da hinfilmen? Das sind die beiden Anschlüsse, wo wir das Panel vorher hatten. Da ist der Solarregler vom SSI, von dem Kombigerät. Und da kommt jetzt noch ein Kabel dran mit einem Anderson-Stecker. Das ist ein universeller Stecker. Mhm. Den legen wir hier hin und dann kann man hier das Solarpanel anschließen, durch die Türe rausführen und dann irgendwo in die Sonne stellen. Mein Gott, ich glaube, kennt ihr das so? Zu Hause haben Leute Photovoltaikanlagen und die verkaufen dann den Strom. Ich könnte als Camper den Strom verkaufen. Ja, genau. Also sagt uns Bescheid, ne? Ja. Wir geben euch Strom. Ja, jetzt müssen wir noch das Kabel, also die Batterie anschließen. Mhm. Gehen wir hier unten her. Das Kabel haben wir schon im Kabelschutz vorgelegt. Genau, das liegt jetzt hier. Hier kommt ja nachher die Blende drüber, die Trittstufe. Wir haben auch schon hier ein bisschen eingeschnitten, damit wir hier plan kommen. Da muss noch ein bisschen was weg. Und dann kommt da rüber an die Batterie, an die Saftkiste und mit einer Sicherung natürlich vor, weil da etwas höhere Ströme fließen. Mhm. Ja, das Ganze sieht sehr gut aus. Ja, hier bei der Saftkiste kann ich mal einfach empfehlen, da gibt es 5%. Wer natürlich Interesse hat, der kann sich die sichern, einfach mal in der Beschreibung gehen. Werbung gehört natürlich auch mit dazu, so kennzeichne ich das mal. Ja, so wie versprochen, wir lassen den Solarregler, der im SSI verbaut ist, nicht ungenutzt. Ich habe hier ein Anderson-Kabel angefertigt, was schon angeschlossen ist. Hm. Da können wir dann ein Solarpanel anschließen, hier aus der Tür rausführen und in die Sonne stellen. Und wenn wir es nicht benutzen, lassen wir es einfach hier hinten verschwinden. Da ist es griffbereit, klappert nicht, kommt man gut dran und wir haben einen Solarregler. Ja, es wird schon wieder dunkel draußen, wird es wieder eine Nachtschicht? Nein, das wird eine Abendschicht. Wir sind schon sehr weit. Wir haben den Regler verbaut, den haben wir schon angeschlossen. Das Kabel zur Batterie haben wir auch schon angeschlossen. Da haben wir 16 Quadrat genommen. Hätten eigentlich nur 10 Quadrat gebraucht auf dem kurzen Stück, aber zu dicke Kabel gibt es nicht. Da haben wir direkt 16 genommen. So. Die Sicherung dazwischen ist klar. Mhm. Ja, und jetzt müssen wir das Gerät natürlich einstellen, sprich die Ladekurve einstellen. Ach so, also das heißt quasi, er ist jetzt auf eine normale AGM? Der ist, ich oder schätze mal, auf eine Gel-Batterie eingestellt. Mhm. Viele Lithium-Batterien können auch eine Gel-Kurve, aber wenn wir eine Lithium-Kurve haben, dann nehmen wir die. Ach, eine Lithium-Kurve, okay. Ja, dann, das ist auch nochmal ein Unterschied dann. Ja, da steht Gel. Da steht Gel. Jetzt haben wir Li für Lithium. Ah, okay, und das Gerät hätte eventuell auch Bluetooth. Gerät oder noch so, User, da kann ich selber eine Ladekurve eingeben. Das wird wahrscheinlich eine Flüssigkeitsbatterie sein, also wie eine Starterbatterie.
Cell? Cell müsste ich in der Bedienungsanleitung nachgucken. Okay, ja. Aber also, wir brauchen ja Lithium. Wir nehmen eine Lithium. Okay, bestätigen. Bestätigen nie, beziehungsweise wir haben ein 12-Volt-System, das müssen wir auch noch einstellen, weil das Gerät könnte 24 Volt auch. Ah, also zwei Batterien dann quasi, oder? Ja, oder ein LKW zum Beispiel. Ach, LKW, ja klar, ja, eine große Batterie. Oder Marello haben, die okay. haben ein 24-Volt-System. Hm. So, dann gehen wir weiter. Die Batterie hat 14,2, hatte ich nachgeguckt in der Saftkiste. 12,6 ist unterste Spannung. Mhm. 11,1. Da müsste ich jetzt mal ein LDV, aber das ist ja vorgegeben hier. Mhm. Und das speichern wir jetzt. Jetzt zeigt er uns an, das war 13,2. Was Volt auf der Aufbaubatterie haben, auf der Saftkiste. Mhm. Und zeigt uns auch, dass ein Strom reinkommt. Wie obwohl hoch so der, spät schon obwohl ist. Obwohl schon so spät ist, weil wir ja natürlich die hohe Voltzahl oben auf dem Dach haben. Ah. Aber die ja in Reihe geschaltet haben. Ah, genau, das wollte ich nämlich auch nochmal verstehen. Die Leute schrieben ja, warum hast du nicht parallel? Wo ist da der Unterschied in Reihe und parallel? Ja, der Unterschied ist eigentlich, dass ich bei einer In-Reihe-Schaltung eine höhere Voltzahl habe, mhm. bei dem gleichen Strom die eine Platte bringt. Also ich erhöhe, wenn ich in Reihe schalte, mhm. die Spannung addiert sich. Und wenn ich in Parallel schalte, mhm. dann addiert sich der Strom. Okay. Also wenn ich jetzt 10, um einfacher zu rechnen, 10 Ampere aus einer Platte rauskriege bei 12 Volt, mhm. würde ich, wenn ich die Parallel schalte, 30 Ampere kriegen bei 12 Volt. Aha. Habe ich aber in Reihe geschaltet, dann kriege ich 10 Ampere raus bei 36 Volt. Nur um Zahlen zu nennen. Wir Aha. sind jetzt hier bei maximal 77 Volt. Die kann das Gerät. Mhm. Und wir kriegen, ich sage jetzt mal, um die 10 Ampere bei normalem Gebrauch. Wir können aber bis zu, ich glaube, 12,3 Ampere, ja. hatten wir, glaube ich, ausgerechnet. Aber du sagtest doch auch vor allen Dingen, die lädt früher und lädt später nach. Ja, weil wir ja früher an die Voltzahl kommen. Wir müssen 5 Volt über Batteriespannung kommen, okay. damit der MPPT-Regler die MPPT-Spannung ermitteln kann und auch Strom dann rausgibt. Und wir haben weniger Kabel auf oben. Und wir können dünnere Kabel nehmen, weil wir nicht diese hohe Stromstärke haben. Ah, okay. Das ist ja wie bei 220 Volt. Wir haben ja dünnere Kabel bei zu Hause, obwohl wir da ein großes Gerät dranhängen können. Mhm. Und wenn wir das jetzt mit 12 Volt machen würden, dann müsste man dann 50 Quadratkabel nehmen bei der gleichen Wattzahl. Okay. Ja, viel ja. Input auf jeden Fall hier ja, heute wieder auch von uns. Sehr komplex und ja, ja, deswegen. Also ich freue mich auf jeden Fall, A, vor allen Dingen eine Firma, die dann auch sagt, okay, ja, hätten wir besser machen können. Die haben es jetzt besser gemacht. Das zeichnet eigentlich ML noch mal mehr aus oder jetzt speziell dich, Sven, auf jeden Fall. Ja, das Schöne ist dabei, es hätte nichts passieren können. Ja. Und wir haben aus dem Fehler gelernt. Und das genau. ist das Wichtigste. Und so muss man das Ganze mal wirklich sehen. Also ein hohes Lob hier wieder. Also ja, wir sind immer wieder gerne hier. Ja. Wenn ihr Lust habt, ruft ihr mal an. Wenn ihr irgendwelche Sachen habt, könnt ihr auf jeden Fall machen. Ich sage dann jetzt einfach mal, bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.